Ich lasse Abel mir sprechen. Nun, wir suchen tatkräftige Unterstützung für unser Vorhaben in der blutigen See. Tja, der Schwarze Bund des Chor sucht immer. Findet ihr direkt am Hafen. Nun, ich dachte mir an Schiffe, Geld, Gold und Informationen. Informationen, in der Tat. Ihr wart an der Universität, ja? Das auch, ja. Wir sind im Lehrpersonal mit verankert jetzt. Ihr habt bei Cesario Polygon vorgesprochen und Zutritt zur Bibliothek verlangt, ja? Ihr seid sehr gut informiert. Ich bin Kommandant der Stadtwache. Man hört so einiges, wenn man seine Vögelchen hat. Außerdem denke ich, war das nicht schwer zu erraten. Ist das nicht das Erste, was ein Magier in jeder Stadt tut, die Bibliothek aufzusuchen? Tja, die beste Bibliothek Aventuriens, möchte ich meinen. Habe ich gehört. Aber wenn ihr nach Geld sucht, dann solltet ihr euch vielleicht einmal mit Imuel Florias unterhalten, dem Kurator Aquae. Ich weiß zwar nicht, ob er etwas locker machen kann, aber sicherlich, die Florias sind wohlhabende Menschen, ja. Wir geben gerne unser Gold. Vielleicht könnt ihr uns einen Kontakt vermitteln. Warum nicht? Wir sind uns sicher, dass die Dringlichkeit unseres Anliegens die Granden davon überzeugen wird, uns Unterstützung zu leisten, nur erst einmal ihre Aufmerksamkeit zu erlangen ist, bei so viel beschäftigten Menschen natürlich schwer. Tja, wenn jemand den Wankelmut von meinem Onkel kompensieren kann, dann vielleicht eher. Gerade wenn er so ein Prachtstück wie Zulamin erblickt. Nun, habt jedenfalls vielen Dank für diese angenehme Einladung. Wir haben allerdings noch einige Geschäfte zu erledigen. Würdet ihr uns entschuldigen? Ja, dann wir hören voneinander. Ich schicke euch, schickt ihr mir einen Boten und ich euch die Stadtwache. Auf jeden Fall, wir verlassen uns darauf. Meister Rafim, nickt er dir zu? Immer wieder eine Freude, mit euch zu sprechen. Bewegt euch! So, und dann gehen wir raus. Frosty, glaube ich ihm den Teil, dass er davon ausgeht, dass seine Stadtwachen bestochen wurden und also, dass dieser Befehl sicherlich nicht von ihm kommt? Menschenkenntnis. Okay. Ich erinnere mich nochmal zurück. Sorry, mach sie erst. Ja, da muss ich gar nicht gegen würfeln. Er hat das auch nicht versucht, irgendwie zu lügen. Also ihm ist das durchaus bewusst, dass seine Stadtwachen für Geld wohl vieles tun. Vielleicht nicht alles, aber sehr vieles. Dass da Eigeninteressen hinterstehen könnten. Der Befehl kam zumindest nicht von ihm. Also da bist du dir sicher, das war nicht sein Befehl. Er wusste das nicht. Die Entschuldigung war ehrlich gemeint. Du weißt zumindest jetzt, dass es nicht Oboto Florias war. Welcher von den anderen Granden oder anderen Interessensgruppen, die es dann noch so gibt, das kann natürlich unendlich viel mehr sein. Denke ich, dass er es weiß oder einen begründeten Verdacht hat? Er weiß es nicht. Aber wenn man sich in den Grandenkreisen auskennt, dann vermutet er jedes andere Haus. Allerdings unbegründet. Unbegründet jedes andere Grandenhaus, weil die hassen sich einfach gegenseitig. Na gut, das ist doch schon mal was. Ich warte noch, bis wir draußen sind. Nun, das war gleichzeitig erhellender und ernüchternder, als ich dachte. Auf der Habenseite sollten wir betrachten, dass wir die Stadtkarte nicht mehr am Hals haben. Ja, wenn ihr draußen steht, auf so einem kleinen Innenhof, wo, ja, so innerhalb der Kommandantur noch, da könnt ihr auch sehen, wie da an so einem kleinen Pranger dann noch die anderen Stadtwächter stehen, die euch in der Nacht überfallen haben und mit ihren Peitschen hieben in der Sonne schmoren. Verrückt, dieses Gespräch war tatsächlich das, was es vorgab zu sein. Ja, kurios, nicht wahr? Nun, er kann uns einen Kontakt vermitteln zu seinem Haus, seinem Oberhaupt, seines Hauses. Und wir haben einen weiteren Gast für unsere Soiree gewonnen. Ist das nicht schön? Ja, das freut mich sehr, Boltax. Jalan, was hast du, was habt ihr aus den Stadtwachen rausbekommen? Aus der Stadtwache? Das, was man erwarten würde. Sie wussten von nichts, sie wurden bezahlt. Waren allerdings stark der Ansicht, dass es doch dieser Oboto Florius gewesen sei, der ihnen den Auftrag gab.
Er sagte also, von dem kamen die Befehle? Mhm. Naja, eigentlich hat er gesagt, dass er nichts weiß. Aber letztlich war es mehr wie ein Bewerbungsgespräch. Nun, jedenfalls lässt dies zwei Schlüsse zu. Entweder Linkert ist hat uns angeschmiert und wollte nicht preisgeben, wer sie eigentlich engagiert hat. Oder Obote hat sie engagiert und wollte nicht preisgeben, dass er sie eigentlich engagiert hat. Oder, als unwahrscheinliche dritte Option, jemand hat die Gardisten getäuscht und sich als Obote ausgegeben. Hier könnte Magie im Spiel sein. Oder ein Hauptmann hat behauptet, dass die Befehle von dort kommen, wo sie eigentlich nicht herkommen. Mhm. Möglicherweise war einfach sein direkter Vorgesetzter bestochen und die anderen haben gar nichts weiter erfahren. Ich erinnere mich nochmal an das Gespräch zurück, denn ich habe es leider nicht mitnotiert. Hat er gesagt, dass Obote ihm den Befehl direkt gegeben hat? Weil das kam bei mir so an. Nein, der hat ihn gesagt. Oder hat er nur gesagt, oder? Achso, okay. Er hat auch den Namen gesagt. Ja, ich dachte, Obote wäre halt der Hauptmann der Stadt gerade in, seinen, nein, in seiner Funktion. Der Hauptmann heißt Borromeo. Der war auch dabei. Borromeo heißt er. Borromeo ist der Hauptmann, deswegen, genau. Und Obote. Und Obote ist halt der Kommandant und okay. Wenn ihr was von Yalan morgens möchtet, dann solltet ihr euch direkt an Obote wenden, denn das ist halt Mord und höchstwahrscheinlich würde Yalan dann abgeschoben werden nach Santobal oder nach vielleicht in die Arena oder sowas. Ne? Okay, so, sorry, was halt in meinem Kopf haben sich diese beiden Namen irgendwie. Ja gut, aber das ist für Yalan ja genauso. Santobal ist true. Schön zu dieser Jahreszeit. Nun, also. Ja gut, aber dann wisst ihr jetzt vermutlich, dass das, was Jan gerade gesagt hat, Stoß war. Ja. Nun, warum? Kann ja mal mit dem. Also wer hat ihm jetzt was gesagt? Ich bin verwirrt. Also dieser Kommandant Borromeo hat Morion, also unserem jetzt Morios heißt er, glaube ich. Er hat gesagt, er heißt Morion. Oder Morios? Ja, ist ja auch egal. Er hat ein bisschen genuschelt, muss man ehrlicherweise sagen. Auf jeden Fall ist sein Kommandant Borromeo und über diesem Kommandanten wiederum steht Obote Florius, den wir gerade kennengelernt haben. Ja? Der Kommandant meinte, er hat die Befehle gegeben. Und ja, okay. Ich möchte mir gerne mal die Leute da anschauen, die da ausgepeitscht werden. Weiß ich, wer Borromeo ist? Mit dem Pöbel der Stadtgarde hast du eher nicht so viel zu tun, aber, also persönlich kennst du ihn nicht. Hey, du, komm her. Ja, was kann ich für euch tun, Meister Basaltfaust? Wer von denen da ist Borromeo? Das ist der mit der Tätowierung auf der Schulter, mein Herr. Danke. Ja, ich schreite auf ihn zu. Ah, Borromeo, eine Freude, euch kennenzulernen. Ja. Ich schlag ihn mal kräftig auf den aufgepeitschten Rücken. Und zwar, es geht um Folgendes. Wer hat euch bezahlt? Weiß ich nicht. Naja, und wie wurdest du bezahlt? Ein Bote hat mir Geld gesandt. Wie viel? 20 Dukaten. Hab ich nicht viel gefragt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Was solltet ihr mit ihm machen? In festnehmen. Wir wussten, dass ein Mord passiert. Wir sollten nicht angreifen, sondern es geschehen lassen. Wir standen eine Stunde vor der Taverne. Vor dem Puff. Drüben beim Pryos-Tempel, die sieben Spiegel. Wir standen ungefähr eine Stunde dort und hatten darauf gewartet, dass die Puffmutter uns Bescheid sagt, dass sie uns ruft oder irgendwie lahm schlägt, aber das war nicht. Na, und irgendwann hörten wir dann Lärm von drinnen und sind dann rein. Ja, und er sollte dann hier hingebracht werden. Wir sollten die Beweise sichern. Ein Glasdolch, den Toten und den Mörder. Oh, und der Mörder wäre? Greifenmund, das wurde uns so gesagt. Ah. Der da. Das ist ja faszinierend. Wenn dich nochmal jemand besticht, würde ich vielleicht mal schauen, warum dir jemand 20 Dukaten für sowas Einfaches gibt. Tja. Hat dich das nicht stutzig gemacht? Tja, das war schon wirklich ein bisschen viel. Normalerweise gibt es 2 Dukaten für so eine Scheiße, aber 20? Da habe ich keine Fragen gestellt. Einer von uns. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ich will dich nicht mehr in ihrer Nähe sehen.
Es war nichts Persönliches, Basaltfaust. Ja, aber wenn ich die euch nochmal in deren Nähe sehe, mache ich das was Persönliches draus. Und glaub mir, wenn ich dich töte, kostet mich das keine 2 Dukaten. Ich weiß. Siehst du. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sei froh, dass du unter ihm arbeitest. Weil wenn du nur irgendein beschissener Penner wärst, hätte ich dich schon draußen im Fluss ertränkt. Es tut mir leid. Bitte denk nicht schlecht von mir, mein Herr. Nein, einen schönen Tag noch. Ist das einer von denen, die mich angeschossen haben? Ja, die haben alle auf dich geschossen. Nee, nur 2 haben auf mich geschossen. Ja, ach, das war einer. Nee, die haben alle auf dich geschossen. Der Einzige, der nicht auf dich geschossen hat, den haben wir eingekascht. Das war Morios. Genau. Ja, und dann trete ich auch mal ein bisschen zu, trete drauf zu, lehne mich mit meinem Schulter gegen den Pranger. Und? Hast mich schon vergessen. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ja, das dachte ich mir. Aber ich hatte gestern noch was von dir in der Schulter. Eine Kugel. Ach, du warst das. Du hast auf mich geschossen. Ja, kann sein. Sag, diesen Boten, würdest du den wiedererkennen? Nee, er hatte eine Kapuze im Gesicht. Also bist du für nichts zu gebrauchen. Tja. Und, mein Freund Rafim hatte ja bereits schon gedroht, also alles, was ich sagen würde, wäre heiße Luft, aber solltest du mir nochmal über den Weg laufen und... Wie habt ihr das gemacht? Was gemacht? Du warst doch halb tot, als ich ohnmächtig war. Was ist passiert? Wenn man so lange zur See fährt wie ich, tun einem einige Balestrina-Kugeln auch nichts mehr. Zähne zusammenbeißen. Wirst du vielleicht in deinem Leben nie lernen, aber hoffentlich wird dir das hier eine Lehre. Sollten wir uns nochmal begegnen, hoffst du dir, dass sie dich niemals vom Pranger losgelassen haben. Tja. Ich trete mal die beiden heran, lege ihnen jeweils eine Hand auf die Schulter. Meine Herren, ich bin mir sicher, der Mann hat seine rondergefährliche Lektion gelernt. Der Wichser hat auf mich geschossen. Nun... Ja, und er zahlt gerade dafür, so wie die Götter es wollen. Warum geht ihr uns nicht etwas zu essen besorgen? Ich bin gleich bei euch. In Ordnung. Ja, ich drücke meine Zigarre nochmal auf seinem Rücken aus. Ich wische ihm erstmal die grüne Asche dann vom Rücken, sobald die beiden sich umdrehen. Dann drücke ich jeden von dem Taler in der Hand und vermittle ihnen leise, wenn ihr noch etwas hört, könnt ihr immer zu mir kommen. Ich habe einen offenen Geldbeutel für gute Mitarbeiter. Ja, einer von den anderen wird dann so ein bisschen aufhorchen. Wo finden wir euch? Ah, auf der mondsilbernen Drachentöter im Hafen. Okay, wir melden uns. Wenn ihr euch ein wenig ängstigt, ich schaue den Leuten, die gerade vermutlich diesen Hof verlassen, nochmal nach. Schickt einfach einen Botenjungen, ja? Greifenmund, ihr kennt den Namen ja. Oh ja, stimmt. Hey, nichts Persönliches. Keine Sorge. Alles nur Teil des Geschäfts. Wie soll es weitergehen? Spinnenbein, oder? Ja. Nachdem wir was gegessen haben. Akademie, genau. Ja, dann könnt ihr etwas essen und dann aufbrechen. Schauen wir einfach mal nach. Ich muss gerade mal gucken. Erinnert sich noch jemand an den Namen von dem guten Mann? Ich weiß, man hat uns gesagt, wir sollen ihn auf keinen Fall Spinnenbein nennen. Man kann es in der Akademie sicherlich in Erfahrung bringen. Spinnenhain heißt er natürlich. Boltax, bitte sag einfach kein Wort, solange wir da sind. Oh. Ihr könnt es uns nicht leisten, uns noch einen Magier zum Feind zu machen. Keine Sorge, ich kann mit solchen speziellen Gestalten sehr gut. Wir sind doch auch gut befreundet, nicht wahr? Nun, ich bin doch kein Gildenmagier. Vor allem bin ich kein Gildenmagier, der sich gut mit Spinnen auskennt. Vor allem bin ich kein Gildenmagier, der einen sehr speziellen Spitznamen hat, bei dem er auf keinen Fall genannt werden möchte. Selbstverständlich. Und ich darf dich an die Kuslik-Geschichte erinnern. Das ist einmal passiert. Ich kann doch nichts dafür. Es waren nur 3 Gildenmagier. Lass einfach Rabel mir reden. Er wird sich sicherlich mit seinem Standesgenossen besser verstehen. Das ist eine gute Idee. Die alanfanische Küche ist so vielseitig wie die Gesichter der Stadt. Vor allem ist aber sie geprägt von dem Duft vieler aromatischer Gewürze, die anderswo fast unerschwinglich sind, hier aber an keinem Handwerker an der Feuerstelle fehlen.
Ja, es gibt gegrillte Muräne, Waldelefantenleber oder irgendeine opulente Südfruchtplatte, die euch dann irgendwo in, na, nicht direkt in den Gassen, aber auf dem Weg zur Universität dann gereicht wird, in einem der besseren Viertel, irgendwo vielleicht gegenüber vom Angrosch-Tempel, wo sich dann einer der Ingrim-Geweihten oder der Ingrim-Akoluten gerade als Koch probiert, natürlich alles mit Reis oder mit Maisgewürz, mit Backbananen oder mit Shatterkwurz und dazu natürlich noch ein bisschen Branntwein, der euch dann gereicht wird. Und natürlich wird dann auch zur Mitte des Tages wieder der Platzregen vom Himmel strömen und euch dann, während ihr dann etwas zugenommen habt, begleiten, bis ihr dann bei der Universität seid. Ja, dort könnt ihr nach kurzem Fragen wieder vor den zahlreichen Fakultäten stehen und die Frage wäre, in welche der vielen Fakultäten ihr dann eintreten mögt. Nun, ich vermute, es in der Magierakademie der Fakultät. Und vielleicht ist er aber auch in der naturkundlichen Fakultät, auch wenn er sich mit Spinnen und derlei auseinandersetzt. Nun, er beschäftigt sich auch nicht mit der Magie der Spinnen, soweit ich gehört habe. Magie der Spinnen? Ja, ein sehr spezielles Gebiet. Ich will gar nicht über zaubernde Spinnen nachdenken. Denk doch einmal, wir haben, als wir nun unter dem Drachenberg waren, den Barung, diesen Dämon gefunden, auf dessen Spinnennetz ich balanciert bin. Nun, aber das war doch sehr deutlich ein Dämon. Natürlich, aber es hat eine Verquickung mit Spinnen. Nun, wollt ihr mir also erzählen, dass der Mann ein Dämonologe ist? Nein, er beschäftigt sich mit Spinnen aller Art und nun ja alles, was mit Spinnen zu tun hat. Und genau. Auch mit spinnenartigen Dämonen. Aber wir sind ja hier, um einen Blick in die Gedanken dieser kleinen Spinne, ist sie nicht niedlich, zu erlangen. Ich verstehe immer noch nicht genau, wie ihr das anstellen wollt, aber ich werde es einfach mal nicht in Frage stellen, denn nun, es ist nur eine Spinne. Was soll schon passieren? Nun, gut. Doch, jetzt danke. Wir sollten vielleicht an seinem Büroschild noch einmal seinen Namen nachlesen. Und ich denke, wir können einen Eleven fragen, wie sein wirklicher Name ist. Aha. Eine gute Idee. Ist er dann ein Magus? Wisst ihr das? Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Wir sprechen ihn einfach mit eurer Arachnifizenz an. Sagt einfach Kelette her. Das liegt dir nie falsch. Ja, also ihr versucht es in der magischen Fakultät? Fragezeichen? Ja. Ja, dort wird man von niemandem wissen, der Spinnenbein heißt. Wir den fragen gibt es nicht nach Spinnenbein! Ja, nach wem sonst? Gibt es ich frage nach Spinnenbein. Gibt es Kontakt jedes Mal am Kragen und zieh ihn weg, wenn er das versucht. Gibt es einen Dozenten, der sich mit Spinnen nun ja auskennt, darüber lehrt? Tja, kratzt sich am Kopf. Hier wüsste ich davon nicht, aber vielleicht drei Gebäude weiter, da sind die Naturkundler. Sind alle ein bisschen merkwürdig, da sind so Botaniker und Zoologen, Geologen, Geographiker und Kartografen und so. Geologen, fantastisch. Habt vielen Dank, ihr Liebe. Ja, zwei Zwerge habe ich da auch gesehen. Ihr seid doch ein Zwerg, oder? Ja, ich bin ein Zwerg und bin auch der Lehrer für, hier, Elementarismus. Also, wenn du mal eine wirklich gute Vorlesung besuchen möchtest, geh nicht zu Abelmir, geh zu mir. Voltax kommt jetzt. Es ist doch wahr. Immer wie ein Stein denken. Immer wie ein Stein denken. Schüttel nur den Kopf und geh weiter. Ja, zwei Gebäude weiter könnt ihr dann an der naturkundlichen Fakultät im Süden stehen bleiben. Es ist ein einzelnes Gebäude mit einigen Fenstern, die euch dann anstarren. Und wenn ihr eintretet, dann wird dort verschiedene Abgänge geben, allesamt irgendwie ausgeschildert. Allerdings keine Dozenten, die dran stehen, sondern eher sowas wie Maraskan-Garten. Der Orient, also verschiedene Dinge, wo man dann, ihr guckt euch nur kurz den Maraskan-Garten an, wo ihr dann von der Flora bis zur Fauna alles erkennen könnt, was da irgendwie im alafanischen Dschungel dann zu wachsen scheint. Selbst einige Maraskan-Federn, die Yalan erkennen kann, wo ihm dann ein großer Schauer über den Rücken läuft, als er wieder zurückdenkt, wie die Blutgardisten unter ihm zerfleischt worden sind, die zwei Wochen... waren schon eine großartige Erfahrung damals.
Und ja, schnell geht das dann weiter. Es gibt wohl auch einige kleine Museen mit irgendwelchen Exponaten. Aber wie gesagt, irgendwelche Namen von Dozenten stehen nicht an der Tür. Ich muss mir eine Beschreibung um. Ja, kennt man meist an den Tintenfleckenfingern und ja, dunkle Gestalt. Ja, möchtest du also irgendeinen ansprechen? Irgendeinen Studenten? Oder? Der vermutlich in der Akademie oder in der Fakultät tätig ist. Ja, also der Dekan ist auf alle Fälle ausgeschildert und wenn du stehst dann irgendwann vor Drofus Smile, der dich auch anblickt, hat wohl 3-4 Steine vor sich, die er wohl gerade mit einer Lupe untersucht und neben sich irgendwie noch darunter eine große Karte. Ja, ihr seid, Mein Name ist Abelmir Yamoinus, Magus meines Zeichens. Nun, ich suche einen Experten für Spinnen. Ja, die haben wir hier. Nun, ich suche einen bestimmten Herrn, der einen gewissen Spitznamen pflegt, den er nicht gerne hört. Ich habe seinen Namen, wirklich Namen leider mehr vergessen. Welche Steine hat er da? Ich habe die Gesteinsbekunde plus 15 geschafft. Ja, das sind Steine aus der hiesigen Umgebung, also Vulkangestein, Obsidian, von besonders hoher Qualität mit einigen wenigen Einschlüssen von Edelstein. Oh, das ist aber ein besonders reiner Stein. Sehr interessantes Exemplar. Dieser Einschluss hier, ist das ein Stückchen Diamant? Wir sind nicht wegen Steinen. Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt euch benehmen. Aber ihr seid einmal ruhig. Ein Drachenkarfunkel. Hier, da könnt ihr es erkennen. Ja, wahrscheinlich ein besonders kleines Stück. Wir wissen noch nicht genau warum. Man hatte sie in der Höhle von einem Tutsackwurm gefunden. Nun, eventuell hat es hier einen Revierkampf gegeben. Das soll zwischen diesen Würmern ja hin und wieder vorkommen. Das mag sein. Je mehr von ihnen tot sind, desto besser. Er macht sich Notizen auf der Karte. Jeder Karfunkel ist ein guter. Das bedeutet ja ein Drache weniger. Schaut einmal hier. Vielleicht war das... Ja? Wir sind nicht wegen Steinen hier. Wir sind in einem Fachgespräch, Abelmir. Ja, dann mach das später. Ja, es ist ja richtig. Vielleicht können wir uns später noch einmal über dieses faszinierende Thema unterhalten. Ich bin im Übrigen Boltax, meines Zeichens nach Dozent an der magischen Fakultät. Elementarismus. Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Nun, wo finden wir diesen Spinnebein? Stippen Gusbart, er mag nicht so genannt werden, auch wenn der Spitzname wohl verdient ist, möchte man meinen. Aber das habt ihr nicht von mir. Er ist sehr verschroben. Fehlen mir diesen Stiefen, Gusbert. Im Keller. Er hat eine kleine Kammer. Zwei Treppen nach unten, dann folgt ihr dem Flur zu der linken und dann die dritte Tür rechts. Vielen Dank. Nun, wo das kommt. Ja, ich kann mich gar nicht losreißen. Aber wir müssen ja. Es tut mir leid. Wir werden dieses faszinierende Gespräch auf jeden Fall fortsetzen. Kommt doch zu unserer Soiree auf dem Schiff. Beweg dich! Ja, ein alter Zwerg ist kein Karren. Jetzt wartet schon. Ihr folgt der Beschreibung des Dekans. Die Treppe nach unten, bis ihr dann vor einer kleinen Kellertür steht, wo der auch kein Schild ist, aber das ist dann die dritte Tür. Und hoffentlich euer Ziel. Ihr könnt auf der Innenseite Gemurmel hören und wohl, wenn ihr euch ein bisschen konzentriert, die Stimme von Kanesitiana. Ich würde klopfen, eintreten. Ja. Auf der anderen Seite kannst du zum einen Kanesitiana erkennen und zum anderen eine andere Person, die dort vor einem Schreibtisch hockt. Mit einem Vergrößerungsglas hat sie da wohl gerade eine aufgepinnte Spinne in der Hand und er ist einfach merkwürdig. Es ist eine Gestalt wie ein Uhu, möchte man fast meinen, allerdings 2 Meter hoch, nur 30 Kilo schwer, sodass seine Arme spindeldürr sind, ungewöhnlich lang, sein Rücken ist ein bisschen gebeugt, auch wenn er da so ein bisschen sitzt und mit seinen Augen hinter der riesigen fingerdicken Seegläsern, die er da wohl hat, die da wohl so ein bisschen hervorquellen, wenn er dich dann so anguckt. Seine Haut ist unglaublich fahl, als ob er seit 30 Jahren in diesem Keller sitzen würde und noch kein Tageslicht gesehen hat. Und wenn du dann von ihm deinen Blick so ein bisschen losreißt und die anderen auch hinter dir reinkommen, kannst du erkennen, dass
der Keller oder die Kammer vollgestellt ist mit Regalen, viele Bücher, unzählige Gläser mit Insekten, vor allem mit Spinnen. Manche sind konserviert, andere leben wohl noch, andere sind eingegangen oder vertrocknet. Ja, hocken da wohl teilweise wohl immer noch in den Gefängnissen mit den Beinen, mit den Fühlern, mit irgendwelchen klackernden Geräuschen, klopfen sie da gegen die Glaswände teilweise. Und von der Decke hängen wohl noch andere Netze, ausgestopfte junge Maraske, die dann sicherlich ja, schwerer ist als Rafim, so wie sie mit ihren jungen Jahren da runterhockt, wohl aber auch tot und dann angepinnt ist. Und Kanesetianer nickt dir freundlich zu. Herr Kapitän. Kanesetianer. Nun, ich vermute, ihr seid dann der Dozent Gisbert. Richtig. Mir wurde schon gesagt, dass ihr kommt. Kommt rein. Ich habe leider keine Stühle. Nun, ich hatte auch nicht vor, mich lang genug aufzuhalten, dass ich einen Stuhl bräuchte. Ja, Vorsicht, da steht mein Nachttopf. Nicht reintreten. Ihr könnt diesen hin und wieder mal entleeren. Ich habe hier kein Fenster, wo ich es... Schwierig. Ach, also ich finde das Gewölbe eigentlich sehr wohnlich. Aber vielleicht könnt ihr auf dem Weg nach draußen den Nachttopf mitnehmen. Ja, aber mir wäre das sicherlich eine Freude, das für euch erledigen zu können. Ich bin nicht euer Diener. Was kann ich denn für euch tun?